Hallo Leute, willkommen bei einer weiteren Folge von Grey Matter. Ich bin ja das letzte Mal ziemlich hängen geblieben und ich habe jetzt mal nochmal einen Blick auf die Karte geworfen, habe auch schon das Dread Hill Anwesen nochmal komplett von oben bis unten durchsucht. Und habe festgestellt, also nach St. Edmunds Hall brauche ich nicht mehr gehen, denn da ist es wirklich grau. Das heißt, in diesem Kapitel habe ich hier alles erledigt. Muss also praktisch die Lösung irgendwo in Oxford zu finden sein. Aber da ist ja auch nicht viel. Ich habe festgestellt, wenn ich den linken Bumper drücke, den LB, dann sehe ich hier den Kapitelfortschritt. Und ich habe festgestellt, also ich weiß nicht, was Bonus Kapitel 1 ist, aber ich habe den Lohn des Verräters nur zu 53% abgeschlossen und ich denke mal, dass das Problem ist. Und da werden wir jetzt mal nochmal gucken müssen. Und dafür begebe ich mich zusammen mit euch hinauf auf den Carfax Tower. In der Hoffnung, dass wir da noch was finden. Ich weiß ja mittlerweile schon, dass hinter der Tür sich ein Kästchen verbirgt. Nur weiß ich nicht, wie ich das aufkriegen soll. So, oder muss ich vielleicht... Moment mal kurz, muss ich vielleicht hier durch dieses Teil durchgucken? Nee, kann ich gar nicht. Ist nur zur Verzierung da, genauso wie dieser Wetterhahn hier. Nochmal das Kästchen anschauen. Ich habe das ja einfach abgebrochen mit der Begründung oder mit dem Hinweis, ja, vielleicht muss ich ja einfach noch was finden. Aber ich habe, glaube ich, nichts gefunden, was mir in der Richtung hilft. 5 Goldstücke im Herzen der Gelehrten, hoch, über der Queen thronend. Da sind wir gerade. Findet die Orte Aussicht auf den Quadrifurcus. Das dann Feuer, Wasser, Erde, Wind und das 5. wartet am End, wo die Seelen auf ihren Schöpfer treffen. Das könnte der Friedhof sein. Zusammen weisen sie auf einen Ort. Gib dort den Namen desjenigen ein, der seine Seele für 30 Silberlinge verkaufte. Das ist Judas. Das ist ein Rätsel des Daedalus-Clubs. Mein erstes. Genau, Sam. Ja, also, ich hätte gesagt, es muss irgendwas mit Feuer zu tun haben. Wo waren denn meine Streichhölzer? Der Daedalus-Club in London. Ich werde da schon hinkommen. Irgendwie. Genau. So. Und kann ich denn da... Was ist das? Das ist nur ein Logo. Oh, Öffnung. Ah! Sieht so aus, als würde der untere Teil irgendwie abgehen. Aber wie? Vielleicht hat es irgendwas mit dieser Öffnung zu tun. Ja. Ah, jetzt habe ich eine Hand. Und wahrscheinlich kann ich jetzt das Streichholzbriefchen benutzen. Ah! Feuer! Es hat geklappt! Juhu! Oh, was ist denn da? Ein Blatt mit Wappen. Ein Goldstück. Und das zweite Blatt sieht wie ein Wappen aus. Vielleicht ist das ein Hinweis auf den nächsten Ort. Vielleicht ein Wappen? Halt. Ja, hier kann ich wohl nichts mehr machen. Kann ich eigentlich jetzt da durchgucken? Nee. Dann würde ich mal sagen, gehen wir... Hallo? Gehen wir mal da runter. Das ist aber schön gemacht. So dieses Hintergrundbild. Mit Oxford. Ach ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ein Wappen. Ein Wappen. Vielleicht sollte ich mir das Wappen mal anschauen. Vielleicht habe ich das ja schon mal irgendwo gesehen. Blatt mit Wappen. Dieses Wappen repräsentiert eines der Colleges. Aber welches? Ah, Moment, da war doch hier Schild mit Wappen, genau. Hallo, rennst du mal los, Sam? Schild mit Wappen. Muss ich natürlich nur noch wissen, welches Wappen es ist. Das ist so, aha, links und rechts so rote Teile und in der Mitte ein Kreuz mit blauen Knöpfen. Ja, kenne ich das hier irgendwo? Ich würde sagen, das hier ist es. Ah, und da wird mir auch schon die Hand angezeigt. Hallo? Ach, muss ich vielleicht das Stück Papier darauf anwenden? Das ist es. Ah. Das Christ Church College. Christ Church College. So, jetzt muss ich natürlich nur wissen, wie ich zum Christ Church College kommen. Kannst du mir das vielleicht sagen? Gute Frau? Wohl nicht.
jetzt gerade irgendwie ist die Steuerung ein bisschen behäbig. Ich gehe mal auf die Karte. Ich dachte es mir doch. Jetzt ist nämlich Oxford auch grau. Zentrum von Oxford. Und wir können nach Christchurch. Oder zur Christchurch. So. Oh, das ist aber auch schön hier. Sorry, Leute. Ich musste mal kurz niesen. Ja, das ist auch sehr schön hier. Dann gucken wir doch mal. Schwarzer Kasten. Christchurch Speisesaal. Dann gehen wir mal in den Speisesaal. Im Moment wüsste ich nicht, warum ich reingehen soll. Okay. Ein Schild. Das ist ein schwarzer Kasten. Jetzt sehe ich ihn auch, nachdem ich da kurz mal drüber gegangen bin mit dem, ja, mit dem Navigationsrad. Aber schauen wir uns gleich an. Im Inneren befinden sich offensichtlich eine Kathedrale und ein Speisesaal. Im Moment gibt es dort nichts für mich zu tun. Ah, und rechts ist außerdem ein Garten. Aha. Schild? Schild. Im Inneren befinden sich offensichtlich eine Kathedrale und ein Speisesaal. Im Moment gibt es dort nichts für mich zu tun. Ah, und rechts ist außerdem ein Garten. Okay, da innen gehen wir dann wahrscheinlich in einem der späteren Kapitel. Jetzt, oh. Brunnenwasser? Ich wollte eigentlich zu dem Kästchen. Ich kann im Wasser nichts erkennen. Okay. Aber das schwarze Kästchen. Da ist schwarze etwas. Kasten. Aha. Da ist etwas, Sam. Deckel. Aha. Dieses Blatt da oben. Es muss etwas mit dem Öffnungsmechanismus zu tun haben. Und wieder das Symbol vom Daedalus Club. Dieser Kasten stammt definitiv vom Daedalus Club. Das Symbol des Clubs ist darauf zu erkennen. Aber wie kriege ich ihn auf? So wird das nichts. Schade. Aufschneiden. So wird das nichts. So wird das nichts. Dann werde ich jetzt nochmal das Rätsel lesen. Finde den Quadrifocus, dann Feuer, Wasser, Erde, Wind. Vielleicht ist Wasser das nächste. Ich meine, es ist ja Wasser. Vielleicht kann ich das ja irgendwie... Ah, Wasser. Falls ich Wasser brauche, hier gibt's genug. Okay. So wird das nichts. Kriege ich irgendwie das Wasser? Hier drauf? Ah, jetzt kann ich kein Wasser mehr nehmen, oder wie? Okay. Lackmuspapier. So wird das nichts. Ich gehe mal raus, Leute. Ja. Kann ich denn hier nicht... Also ich vermute ja, dass es was mit dem Wasser zu tun hat. Oder soll das Rätsel nur darauf hindeuten, dass es im Wasser... sich befindet das Kästchen. Aber das glaube ich nicht. Wir haben Feuer gebraucht, um den ersten Kasten aufzumachen. Dann brauchen wir bestimmt Wasser für den zweiten Kasten. Kann ich denn irgendwie... Puzzle. Irgendwie Wasser... aufnehmen. Zauberbuch. Sams Tagebuch. Geldbeutel. Nachricht für Assistentin. Flugzettel für Erstsemesterparty. Kann ich da irgendwie ein Schiffchen bauen oder so? Falls ich Wasser brauche, hier gibt's genug. Aber was kann ich da tun? Ach, Moment, ich habe hier einen Wassertropfen. Wasser aus dem Brunnen. Ja, dann ist es ja wohl gar kein Thema. Ach, ich dachte, ich muss jetzt irgendeinen Behälter finden. Ach, nö. Es hat funktioniert. Ah. Was haben wir hier? Das muss ein Hinweis auf den nächsten Ort des Rätsels sein. Das Christchurch-Wappen ist darauf zu erkennen, also muss es hier irgendwo sein. Also wenn ihr mich fragt, das hier ist eine Blume und das klingt doch mal so, als müssten wir in den Garten, oder? Hier war doch rechts irgendwo ein Garten, hat sie gesagt. Da habe ich gerade was aufblitzen sehen, komm schon, da. Christchurch-Garten. Oh, der ist aber schön. Der ist aber sehr schön. So, nochmal kurz das Rätsel angeguckt. Dann Feuer, Wasser, Erde. Hier sind wir also richtig Wind. Und das fünfte wartet am End. Fünftes Element.
Ja gut, dann würde ich mal sagen, guck mal, was wir hier tun können. Christchurch Meadows. Und was liegt denn da in der Mitte? Ist das ein Schwert? In dieser Richtung liegt eine große Wiese. Im Moment habe ich aber leider keine Zeit für einen Spaziergang. Ach so, das ist wohl Meadows. Was? Blumenbeet? Ich möchte nur kurz zu dem Schwert gehen. Ach so, das ist wahrscheinlich bloß im Boden eingelassen. Ja, dann Blumenbeet hier. Ich glaube, ich sollte mich hier mal genauer umsehen. Aha, aha, aha. Okay, Blumen. Sieht wie ein ganz normales Blumenbeet aus. Was bist denn du für einer? Ein Kobold? Nichts Besonderes. Warum muss ich mich denn hier genauer umsehen? Sieht wie ein ganz normales Blumenbeet aus. Ich weiß schon, warum ich noch keine Wimmelbildspiele geletsplayt habe. Bin nicht so der Held da drin. Ja. Ich sehe hier aber nichts. Ich sehe hier nichts. Dann schauen wir uns mal weiter um, weil ich glaube, da gab es noch mehr Blumenbeete. Auch da Meadows. Ich hoffe, dass man das so ausspricht. In dieser Richtung liegt eine große Wiese. Ja, keine Zeit für den Spaziergang. Schon klar. Kann man. War das alles hier? Halt, Moment. Blumenbeet, da ist noch was. Hätte mich jetzt auch gewundert. Da hinten sieht man die Kirche auch sehr schön mit diesem Fenster. So. Sieht wie ein ganz normales Blumenbeet aus. Nichts Besonderes. Nichts Interessantes zu sehen. Ist da nichts? Das sieht aus wie, naja, irgendwie so eine Art... Nichts Interessantes zu sehen. Erdloch oder so. Jo, Da ist noch eins, Blumenbeet. Irgendwo wird sich doch da wohl was finden lassen. Ach, hier. Nichts. Ich kann nichts Auffälliges erkennen. Ich glaube auch nicht, dass hier was ist, denn sie hat ja nur bei dem unteren gesagt, dass sie sich da jetzt mal genauer umsehen sollte. Entweder weil es das erste war oder weil da wirklich was ist, was ich finden kann. Der hier sieht ein bisschen komisch aus. Kann ich da irgendwas Inventarmäßiges machen? Feuer, Erde, Wind und das fünfte Element wartet am End. Ich mach mal jetzt hier... Nö. Kann ich... keine Ahnung, mit meinem Taschenmesser hier was machen? Nee. Ansonsten sehe ich jetzt nicht, was ich mit einem der Gegenstände hier in einem Blumenbeet anfangen sollte. Aber es muss hier sein, ich bin mir ziemlich sicher. Weil hier Blumen. Die Erde sieht so aus, als wäre hier erst vor kurzem gegraben worden. Aha, aha, aha. Nur hier an diesem Eck. Das war jetzt reiner Zufall. Blumen. Aha, falsche Erde. Ich glaube, da unten ist irgendwas. Erde. Nochmal. Bierdeckel. Okay. Ein Teil des Rebus und ein Bierdeckel. Der Bierdeckel muss ein Hinweis auf den nächsten Ort des Rätsels sein. Ja, jetzt wäre Wasser dran. Ein Bierchen. Nein, Quatsch. Rebus. Puzzle. Bierdeckel. Das ist sicher ein Hinweis auf den nächsten Ort des Rätsels. Wahrscheinlich geht es um einen Pub, aber welchen? Ach, das wird doch der Windy Dog sein, oder? Ich muss noch ein paar Goldstücke finden. Vermutlich ergibt sich daraus ein Bild, wenn man alle hat. Okay, toll. Hilf Sam dabei, alle Puzzleteile zusammenzusetzen und das Rätsel des Daedalus Clubs zu lösen. Wähle das gewünschte Puzzleteil mit dem Cursor aus und bewege es mit dem linken Stick, indem du dabei die A-Taste gedrückt hältst. Drücke X auf einem Puzzleteil, um es zu drehen. Okay. Halt. Okay, hier kann ich's.
Okay. Aber ich habe erst zwei. Ich muss also noch mehr finden. Also muss ich jetzt wohl zurück zum. Ja. Zum Windy Dog. Dann gehen wir mal nach Oxford. Aber da wird mir nichts angezeigt. Aber es muss im Grunde der Windy Dog sein. Der war in der Queen Street. Tja. Windy Dog, ein Pub. Ja. Ha, ich suche nach einem Pub und Windy Dog passt zu dem Rätsel. Feuer, Wasser und Erde habe ich erledigt. Also ist wohl Wind als nächstes an der Reihe. Dummerweise haben sie geschlossen. Das Rätsel muss wohl bis morgen warten. Oh. Ach ja, ich habe mich vertan. Natürlich haben wir Wasser schon, und das war das mit dem Bierchen. Nee, aber Windy für windig, verstehe. Ja gut, also das Rätsel muss bis morgen warten. Dann würde ich sagen, Leute, mache ich hier einen Cut und wir rätseln dann munter im nächsten Part weiter. Also bis dann, ciao.